Hey und herzlich willkommen hier bei der Nosy Rosy am Freitag. Mein Name ist Sven und jetzt geht's los. Ja, zuallererst mal die wohl traurige Nachricht. The Nosy Rosy geht in Sommerpause. Das heißt, es werden jetzt 2 bis 3 Wochen keine Videos von uns online gestellt, denn wir probieren hinter den Kulissen ein bisschen das Konzept zu überarbeiten. Das war jetzt Facebook. Und dazu seid ihr natürlich gefragt. Was möchtet ihr in Zukunft von uns sehen? Zum Beispiel Sarah hat ja schon irgendwie gesagt, dass wir eben nicht mehr wissen, über was wir noch reden sollen im Thema Homosexualität, weil es eben alles schon mal bei uns da war und dadurch auch so ein bisschen die Motivation bei uns allen geschrumpft ist, sondern wir möchten da jetzt ein bisschen Abwechslung reinbringen und einfach zeigen, dass wir ganz normale Leute sind und auch andere Sachen machen und nicht nur irgendwie alle 5 Sekunden daran denken, dass wir schwul oder lesbisch sind, sondern dass wir eben auch ein ganz normales Leben haben. Und dafür steht ja auch The Nosy Rosy, dass eben Homosexualität was ganz Normales ist und Homosexualität eben was Beiläufiges ist und jetzt nicht der Lebensmittelpunkt von uns allen. Wir bekommen ganz oft Anfragen von euch zu bestimmten Themen. Also es ist nicht so, dass wir gar nichts bekommen, aber wir bekommen halt so spezielle Themen, zu denen würde es sich nicht lohnen, eine ganze Themenwoche zu machen. Deshalb probieren wir diese Themen, die ihr uns schickt, in den Mails zu beantworten. Wir brauchen halt wirklich Themen, die irgendwie für 7 Leute ausgelegt sind, damit sich verschiedene Meinungen bilden können und man sich nicht ständig wiederholt. Also ihr merkt es ja bestimmt, wenn Thomas oder Sarah am Montag oder am Dienstag ein Video gedreht haben und dann der Rest der Woche ist sehr, sehr oft eine Doppelung drin. Und da wollen wir halt weg davon und deshalb wollen wir einfach so ein bisschen jetzt hinter den Kulissen in diesen 3 Wochen Sommerpause unsere Köpfchen benutzen und uns neue Konzepte überlegen, denn uns liegt sehr, sehr viel daran am Projekt The Nosy Rosy, auch wenn wir in letzter Zeit sehr demotiviert waren. Ja, ich hoffe, ihr nehmt uns das nicht allzu übel, dass wir da jetzt erstmal verschwinden, aber wir müssen uns einfach Gedanken machen, wie es weitergehen soll, was wir euch noch erzählen können und da sind wir auch wirklich auf eure Hilfe angewiesen. Schreibt uns Ideen, die ihr habt, taggt uns, was interessiert euch, schreibt uns das als E-Mail bei Facebook in die Kommentare, wie ihr wollt. Wir wollen auf jeden Fall in 2 bis 3 Wochen wieder richtig durchstarten. Ob wir das weiterhin machen in Form von einem Wochenthema oder ob wir das einfach irgendwie ganz anders machen. Ob wir Nosy Rosy ganz anders aufziehen, ob es irgendwie Neuerungen gibt, ob es irgendwie Veränderungen gibt, das wissen wir alles noch nicht. Wir haben jetzt eine große Skype-Sitzung vor uns und ich sag's mal so, wir freuen uns alle, dass jetzt irgendwie ein Umbruch passiert, dass wir nicht mehr auf der Stelle treten müssen. Und ich hoffe, auch ihr freut euch da, denn ihr seid unsere Zuschauer und für euch machen wir das. Und wenn es euch nicht freut, dann bringt es uns halt auch nicht viel. Also schreibt uns ruhig eure Gedanken, was ihr gerne sehen wollt und wie es weitergehen soll. Alles einfach, was euch auf dem Herzen liegt. Schreibt uns das, ob es Kritik ist, ob es Lob ist. Egal, schreibt es uns einfach. Ja, das war dann jetzt erstmal das letzte Video von mir. Wir sehen uns dann nach der Sommerpause wieder. Wenn es irgendwelche Neuigkeiten gibt, dann erfahrt ihr die natürlich auf Facebook. Die Links sind alle unten in der Infobox drin. Und ja, ich würde mal sagen, dann genießt den Sommer, auch wenn momentan die Temperaturen nicht so gut sind. Aber ja, jetzt haben wir einfach mal Ferien. Bis dann. Bis dann ist jetzt ein langer Ausdruck, ich weiß. Also, bis nach unserer Pause. Auf jeden Fall sehen wir uns wieder. Macht's gut. Bis dann, tschüss.